Da war ich nicht im Spiel drin. Jetzt war ich im Spiel. Keine Reaktion. Oh, EMF ist ausgelöst. Geister-Event, Räucherstäbchen. So ein Örbchen haben wir. Ja, das habe ich schon gehört. Ich bin schon etwas länger wieder da. Ich musste noch Musik ausmachen und so. Wisst ihr was? Machen wir das so. Hi. Hi, hi, hi. Nee. Was? Nee? Klavier! Bleib doch stehen! Auf dem Teppich klappt das nicht mehr. Also Küchentür ist schon mal kein Orb. Kein Orb, kein Fingerabdruck. Also auf die Box wird der nicht reagieren. An den Türen sind bisher nirgendwo Fingerabdrücke. Also der ist jetzt aber viel geschafft. Da, hier, Fußabdrücke. Fußabdrücke. Negativ. Gefrieratem. Gefrieratem. Hi. Hast du den bei mir gesehen oder bei dir? Bei mir. Jetzt sehe ich ihn bei mir, aber ich sehe ihn auch bei dir, wenn du läufst. Okay. Ich sehe ihn leider nicht bei dir, deswegen habe ich gefragt. Immerhin, das hinterfragt niemand mehr. Nur weil ihr es nicht seht. Wo liegt das erste Buch? Habe ich gerade eben da links hingelegt. Weil ich dachte, du wolltest das jetzt da rechts hinlegen. Das. Du hast ein Obst hier. Also, wir haben Orb und Gefrieratem. Eine Meere kann es nicht sein, da hätte es auf das Buch. Bei der Meere, da hätte sie auf das auf die Box reagiert. Nur ein Dreier? Schade. Wo ist er? Wie gesagt, stimmt, auf die Buch. Box wird er nicht reagieren. Auch nicht, wo ich alleine drin war. Auch nicht mit jemand anderen drin. Immer 5. Okay, also Fingerabdrücke kriegen wir schon mal keine mehr. Wir brauchen EMF5. Die Box, darauf hat er ja nicht reagiert. Und das Buch. Also EMF oder Buch brauchen wir. Ich hole mal einen Fotoapparat. Ja, okay. Ich hole mal eben einen Fotoapparat. Ja, hatte ich aber schon durchgesagt. Weil es nicht ankam. Was war es jetzt? Buch? Buch oder EMF? Buch oder EMF5? Auf die Box reagiert er nicht. EMF können wir ja super machen mit dem Brettchen. Richtig. Oh, ich wollte auch ein Fotoapparat. Egal. Na, ich sende es. Zack. Zack. Eigentlich Räucherstäbchen, aber das ist mir gerade egal. Egal, 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 egal. Halt erst mal Kerzen rein. Das mag mich nicht. Hey. Das weißt du doch Hi. Gar nicht. Wieso ist das fehlgeschlagen? Im Living Room. Ja, wenigstens fehlgeschlagen. Das heißt, der Geist hat dich gehört und reagiert. Es ist schon einiges, was du von einem Geist erwarten kannst.
Leuchte diese dunkle Nacht mit meiner Kerzenmacht. Ich erleuchte diese dunkle Nacht. Ist das nicht schön? Mit meiner Kerzenmacht. Ist das nicht schön, dass ich die Nacht so erleuchte? So erhelle? Mit meiner Kerzenmacht. Ist es nicht wunderschön, dass ich das tue? Der Gesang vielleicht nicht, aber der Gedanke zählt. So hell genug, gehe ich mal von aus. Wie viele Menschen hast du getötet? Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, geh doch mal da weg, Rocky. Hier war. Okay. Ja, weil er aufgetaucht ist, weil er Hand tut. Ach, wir haben schon alle Fotos voll. Ja, aber die sehen trotzdem. Dann fährt es nicht mal EMF 5. Es ist übrigens eine geile Lücke hier unten in dem Holz. Habt ihr das schon mal gesehen? Nein, nee, schau dir das mal an hier. Das Brett, da ist eine Lücke. Ist das eine geile Lücke? Vor allem, da brennt das Licht von da oben drunter durch, ne? Aber wenn du drin bist, da siehst du davon nichts mehr, dass das eine Lücke wäre oder so. Ich meine, man sieht ja auch, dass das Erdboden da unten. Was war das? Also, wie das aussieht, das Buch noch nicht beschrieben. Du bist ja gerade hier lang gelaufen. Ich habe da unten in der Ritze das Räucherstäbchen gesehen. Welches Räucherstäbchen? Nee, warte mal. Oh, ja, ich sehe es gerade. Lol, ich sehe es. Ja. Ich sehe es. Lol. Einmal räuchern, räuchern, räuchern. Also kann es nur noch EMF sein. Bitte. EMF war ja hier. Ich hätte ja nochmal gerne Box probieren. Kannst du auch machen, wenn du möchtest. Mal die Box probieren vielleicht. Hatte Nanni gerade vor. Was denn? Ich wollte nur räuchern. Hä, wolltest du nicht die Box machen? Kann auch ein anderer machen. Die Box reagierte bei mir nicht. Ja. Die hat doch aber nichts zu heißen. Ich wollte gerade fragen, wo ist die denn? Wer sie zuerst hat, darf sie auch benutzen. Wo ist denn die Box? Und die zweite Box? Mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, also hat sie die Box sogar mitgenommen gehabt. Wo bist du? Ja, außer hier. Das sieht so. Wie alt bist du? Er hatte nicht vor, die Tür zuzumachen. Ich wollte an die Kerze da hinten ran. Ich habe gedacht, man kann die Tür vielleicht weiter aufmachen, aber das geht nicht. Das war alles, was ich wollte. Oh. Foxy! Sie versteckt sich, wenn dann im Spind oder oben auf dem Dachboden. Das sind so ihre bevorzugten Gebiete. Hier ist, lass doch die Tür in Ruhe. Die arme Tür. Ihr hättet mich schon erlebt. Das reicht. Wo bist du? Falsch. Der ist nackt. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich sehe ihn gerade hin und her laufen. Was?
Der war gerade hier. Ja, was? Ich hatte hier unten gerade Herzschlagen. Der war hier. Uff. Der war irgendwo hier. Ja, ich hatte Herzschlagen. Hä? Das heißt doch nur, wenn du die Geist ansiehst. Ja. Oder wenn er halt wirklich in deiner Nähe ist. Hat er ein Buch geschrieben? Hat er auf die Box geantwortet? Ich glaube nicht, ne? Nein. Der Dachbohn, dein Freund und Helfer. Dachbohn, Dachbohn, wüpp, wüpp, wüpp. Hat jemand den EMF eigentlich beobachtet? Ich hab nur die ganze Zeit Feier gesehen. Geh nicht zu weit rein. Wo bist du? Ich habe die Bücher übrigens umgestellt, ne? Tschüss, Nani. Ach so, so ist das Teil also am rumbacken. Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Also von eins bis vier ist alles immer dabei. Jetzt verstehe ich, wie die am rumbacken. Alter. Ich hatte schon wieder Herzschlagen. Das ist doch sehr schön. Oh, schlackert das schön. Du scheinst auch ein Geist zu sein. Oder auch nicht. Wie alt bist du? Fünf. Schön, dass du fragst, wenn ich da drin bin. Oh. Sorry. Nani, wo bist du? Wollte natürlich ums Haus gehen. Ach so. Zurück zu euch. Phantom einlocken vergessen. Habe ich schon längst.